Hallöchen, Popöchen, hier ist die Martina, oder auch Sternenlicht genannt. Genau, ich muss mal hier nach hinten gucken, ob man nichts sieht, wo man nichts sehen soll. Ist eigentlich gut. Ja, ein paar Kleider und sonst geht's. Ja, ja, was gibt's Neues zu erzählen? Also, warte, ich mache hier noch kurz das Fenster zu, damit man hier nicht so viele Störgeräusche hat, außer die von mir. Ja, außerdem, ihr seht, mein richtig geiler Overall, der ist neu. Und ich habe ihn ja schon in schwarz, aber dieser Henkel hier ist abgerissen. Und bis ich dachte mir so, ja, bis ich mir einen neuen... Also, was möchtest du sagen? Also, bis ich das hier geflickt oder genäht habe, dauert das eben mega lang. Darum dachte ich, kaufe ich mir halt einfach einen neuen. Ich habe es per Zufall gesehen, das ist... Verzeiht mir. Ich habe es gesehen. Das ist... dieser genau der gleiche Schnitt in einer anderen Farbe gibt, das ist in diesem Fall rot. Und dann dachte ich mir so, ja, rot, sexy, hexy, passt zu mir. Ich kaufe das jetzt einfach, dann muss ich den anderen noch nicht nähen, obwohl er ist eigentlich auch mega toll. In schwarz, in blacky. Ja. Wobei, hier ist ein bisschen das Problem mit dem BH. Ich habe mir einen neuen BH gegönnt. Ich zeige es jetzt nicht, sonst sperrt mich YouTube noch. Das möchten wir ja nicht. Ja. Nein, aber hier mit diesem BH sieht man hier noch ein bisschen den Stoff. Aber was soll's, ich habe ja lange Haare. Für etwas sind lange Haare ja doch noch gut. Nein, Scherz. Ich bin ja sehr dankbar für meine Haare. Und für mich ist es wie ein Wunder, dass ich meine... Also diese Phase, welche ich mit meinen Haaren hatte, diesen Kampf, dieser, ich weiß auch nicht, was das war. Ich bin froh, habe ich ihn überstanden. Ich bin froh, konnte ich mir meinen lang ersehnten Traum mit den langen Haaren erfüllen. Ja, weil ich hatte mal eine Glatze. Aber es ist ein anderes Thema, lassen wir das mal beiseite. Nicht, dass ich mit einer Glatte nicht schön aussehe, aber es ist schön, dass ich meine Weiblichkeit wieder annehmen konnte und durfte und überhaupt. Und ja, es ist sehr wichtig für mich. Ah, hier hat es noch ein Haar, das raus möchte. Ich habe hier hinten so ein bisschen die Haare einfach zusammengebunden, dass der Kopf ein bisschen höher nach hinten zieht. Oder wie man ihn so schön sagt. Ja. Genau. Genau. Ich möchte euch etwas mega, 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 mega Wichtiges, Spannendes und Erfreuliches erzählen. Und zwar, außer dass ich einen schönen Overall anhabe, gibt es bei mir, ich lebe ja in einer Zweizimmerwohnung. Alleine und dachte mir so, irgendwie fehlt irgendetwas und ich sah dann bei jemandem eine, schon vor längerer Zeit, das war irgendwie vor 3, 4, 5 Monaten, dass diese Dame ein Inserat gepostet hat von Kätzchen und das war wie so ein Wink für mich, oh mein Gott, Martina. Du brauchst junge Kätzchen. Und da sind wir schon beim Thema. ja, es ist so, dass ich in 1 bis 2 Wochen 2 junge Kätzchen bekomme. Rate mal, wie ich diese 2 Damen, junge Damen, nennen werde. Die Namen habe ich schon länger. Die sind mir wie bei meiner alten, älteren Katze einfach zugeflogen. Meine ältere Katze, sie ist ja schon 17, sie wurde am... Was war es jetzt?
warte jetzt, am 13, am 16, ich weiß nicht genau, einfach im Mai, vor kurzem wurde sie, ich glaube am 13.05.2006, ja, wurde sie geboren und hatte vor kurzem Geburtstag und ist jetzt, ja, schon, was? 2006? Wie alt ist sie? Oh mein Gott, ich kann nicht mehr rechnen, aber egal, sie ist einfach schon älter. Ich glaube 17. Warte mal. Ich habe es nicht so in meinem Kopf. Wir haben hier 2006, 20, ja, 17 Jahre. Stimmt schon, ich muss mich jetzt nicht selbst aus der Fassung herausbringen. Das geht nicht. Nein, Martina. Ja. Auf jeden Fall habe ich mir zwei Kätzchen gekauft für einen ja, angenehmen Preis. Also es fühlt sich so komisch an, wenn man für ein Lebewesen Geld bezahlen muss. Also wisst ihr, wie ich meine, aber ja, es ist halt jetzt einfach nur mal so bei den Tieren. Ja, auf jeden Fall. Bin ich gespannt, wie das denn so wird. Ich hoffe, dass ich. Nein, ich weiß eigentlich, dass ich dieser Herausforderung gewachsen bin, weil ich kenne es ja schon von meiner Katze, nur mit dem Unterschied, dass es eine Hauskatze wird. Oder dass es Hauskatzen werden. Und, also für den Moment, ich weiß ja nicht, wie es dann weitergeht, ob ich mal nach umziehe oder aufs Land gehe oder keine Ahnung. Das ist ja einfach noch offen. Für den Moment ist eigentlich vorgesehen, dass es Hauskatzen werden. So, zwei kleine Stinkerchen hier bei mir, mega süß. Ich habe auch schon 1, 2, 3, 4, 5 Fotos bekommen und ja, also schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie ich die Kätzchen taufen werde. Vielleicht drückt ihr kurz auf Stopp und schreibt dann den Kommentar. Und zieht dann am Ende, für welchen Namen ich mich entschieden habe. Das sind zwei Mädchennamen. Einmal mit L und einmal mit M. Genau. Ja. Ich bin jetzt schon sehr gespannt. Ja. Und ich freue mich irgendwie auch darauf. Wobei, ich glaube, es wird ein bisschen schwierig, weil ich arbeite teilweise sehr viel und dann sind die Kleinen halt einfach mit sich beschäftigt. Aber ich habe ja bald Ferien, von dem her sollte das eigentlich kein Problem sein. Ja. Obwohl, ich weiß ganz genau so, und nein, wenn ich auf der Arbeit bin, denke ich auch an die Kleinen und ja. Aber es wird immer, ich denke, das müssen sie jetzt einfach, wie soll ich sagen, sie müssen einfach das lernen. Ist mir eigentlich auch egal, was andere dazu sagen. Es sind nicht alle immer einverstanden. Zu Hauskatzen zum Beispiel. Ich bin jedoch der Meinung, hey, ich habe lieber Katzen bei mir zu Hause und sie sind sicher und werden nicht von einem Auto überfahren hier in der Stadt, weil das würde mein Herz nicht mitmachen. Ja, ich habe schon einmal bei meiner Katze Sira gedacht, sie läge am Straßenrand und ist von einem Auto angefahren worden. Und ich habe sie nicht ganz angeguckt, sondern nur so kurz, aber es war eigentlich so ähnlich. Und schlussendlich ging da meine Schwester oder meine Mutter schauen und es war dann nicht Sira zum Glück. Aber ich dachte, ich musste dort schon fast weinen. Ja.
Obwohl, ich weiß, sie ist 17 Jahre alt. Katzen haben ein Durchschnittsalter, ich glaube, von ungefähr 16 oder 15. Ich weiß gar nicht. Oder so. Sie können zwar schon älter werden, über 20 und so. Aber ich bin mir auch bewusst, dass sie nicht mehr 10 Jahre leben wird. Also wäre natürlich schön. Aber ja, das Leben hat da ein bisschen andere Pläne. Aber ich denke jetzt noch nicht. Oh mein Gott, ich denke jetzt noch nicht so groß daran. Obwohl ich es mir bewusst bin, genieße ich die Zeit mit dir. Und ja, sie ist zwar bei meinen Eltern auf dem Land, das kleine süße, kleine Zuckerwatte und ja. Genau. Also jetzt labere ich schon 11 Minuten. Und ich weiß nicht, ob ich den Overall noch ganz zeigen soll. Soll ich? Ich habe voll Bock. Ich zeige ihn euch. Oh, ich liebe meine Augen. Schau mir in die Augen und ich sag dir, wer du bist. Nein, so. Siehst du das? Na, 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 na. Und wenn ihr euch fragt, Martina, wo finde ich diesen Overall? Schwarz oder rot oder ja, geh in den New Yorker, in die Frauenabteilung, schau dort auf der Stange, nimm dir deine Größe und dann zieh ihn dir über und kauf ihn dir. Also probier ihn zuerst, zieh ihn dir über. Und kauf ihn und dann geh nach Hause und freue dich so wie ich. Genau. Genau, das war's. Also hier wieder ein kleines Lebenszeichen mit mir und ich wünsche euch eine gute Zeit.